schwierige Pfade, habe ich, glaube ich, gelernt, Mensch zu sein. Einerseits ein sozialer Mensch sein, also zu funktionieren mit anderen Menschen zusammen, Rücksicht zu nehmen, sich einmal nicht zu vertragen und das auszuhalten oder auszutragen, Verantwortung zu übernehmen. Hoi, ich bin Ronja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy, so nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiss, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinholen, um sie richtig zu kreieren, und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Patrick Rohr, auf dem Let's Create Joy Podcast. Ich habe so fest Freude, dass du da bist. Wir haben uns letzten Sommer kennengelernt, wegen meinem Japan-Event. Und jetzt bist du da. Es ist mir eine grosse Ehre. Und ich frage jetzt einfach bei dir auch, wer bist du? Was machst du? Was macht dir Freude im Leben? Und wie holst du die Freude in dein Leben hinein? Liebe Ronja, zuerst mal vielen herzlichen Dank. Freude und Ehre ist ganz meinerseits. Danke, dass ich darf da bei deinem Podcast dabei sein. Wer bin ich? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich erzähle mal, was ich mache alles. Und dann sind wir nämlich schon ziemlich schnell bei der Freude. Also ich bin Journalist. Würde ich mal behaupten, das sagt ziemlich viel über mich, obwohl das quasi nur eine Berufsbezeichnung ist. Aber ich habe im Leben nie etwas anderes werden als Journalist. Ich war sehr ein neugieriger Mensch schon als Kind. Und ich glaube, ungefähr dann, als ich verstanden habe, dass es den Beruf gibt, etwa mit 8, habe ich beschlossen, das werde ich mal, wenn ich gross bin. Und ich bin es tatsächlich geworden, und das hat mich sehr glücklich gemacht im Leben und mir schon sehr viel Freude gemacht und macht immer noch wahnsinnige Freude. Und vielleicht zum Landen, wo ich heute stehe als Journalist, ich arbeite immer noch als Journalist, als Fotojournalist inzwischen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fotograf. Ich reise als Fotojournalist um die ganze Welt für eigene Projekte, für Projekte, die ich mache, vor allem für NGOs, wie Helvetas oder Ärzte ohne Grenzen. Ich habe eine Kommunikationsberatungs- und Trainingsfirma. Das heisst, ich leite viel Kommunikationstrainings. Ich da Leute ausbilden im Auftreten in Medien oder einfach vor einem Publikum auftreten. Das alles mache ich, weil ich lange selber im Fernsehen gearbeitet habe und dort gelernt habe, was es darauf ankommt, wenn man mal grosses Publikum etwas präsentieren muss, wenn man plötzlich vor einem grossen Publikum steht. Und das habe ich gemacht bis vor 14 Jahren, ziemlich genau 14 Jahren, als ich meine eigene Firma gegründet habe und beschlossen habe, mit all das, was ich gelernt habe, in einer Form weitergeben. Ich schreibe Bücher, ich habe Kommunikationsbücher geschrieben, ich habe zwei Bücher, fotojournalistische Bücher gemacht, eins ist jetzt gerade rausgekommen, das ist ein Reis von China bis auf Europa, da geht es um die Neue Seidenstraße, wo ja China probiert, die Welt auf dem Wirtschaftsweg quasi zu erobern. Und wer bin ich sonst noch? Ich glaube, das lange jetzt für einen Moment. Sicher. Aber das ist, schau jetzt meine Kamera, wir haben es gerade davon gehabt. Aber das ist jetzt deine berufliche Seite. Und Wer bist du so? Hä? Kannst du dort auch noch ein paar Türchen auftun? So, nicht nur die, die du willst, aber einfach so. Du bist auch noch, das, was ich von dir weiss, du bist auch noch ein Japan-Liebhaber und hast gerne feines Essen. Ach so. Und, weißt du, so. Ach so, ja gut, jetzt gehen wir schon recht in die Tiefe. Das ist gut, mache ich gerne. Mach dir alle Türen auf. Ich habe dir gesagt, ich bin sehr ein neugieriger Mensch, bin ich als Kind schon gewesen. Und darum finde ich schon, dass der Journalist mich eigentlich sehr gut bezeichnet, weil ich immer wieder reinschauen, dahinter schauen und probiere zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, Menschen zu verstehen. Also ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gerne Menschen trifft, Kulturen kennenlernt. Und jetzt zum Beispiel die grosse Chance als Fotojournalist da Ecken und Enden herzukommen, wo man sonst als Tourist wahrscheinlich nie herkommt. Also ich bin zweimal zum Beispiel im Flüchtlingslager von der Rohingya in Bangladesch. Dort einfach können zu sein, bei den Menschen zu sein, die alles verloren haben, die einfachsten Hüttenverschläge leben, wo mit Plastik und Bambus etwas bauen, wo es überleben kann. Es ist mehr ein Überleben als ein Leben. Dort zu hocken, mit den Leuten zu reden, mit ihnen zu essen. Das habe ich gemacht. Das sind für mich Erlebnisse, die ich etwas Unbezahlbares finde. Das finde ich auch ein wahnsinniges Geschenk, dass ich das machen darf. Eben beruflich verbunden, weil das halt mein persönliches Interesse auch ist. Und dann habe ich mir geleistet, du hast Japan angesprochen, ein Buch zu machen über Japan. Ich habe vor ziemlich genau 5 Jahren zum ersten Mal mit Japan zu tun gehabt, nachdem ich mich fast ein bisschen überreden zu einer Japan-Reise. Mein Mann hat immer auf Japan, und zwar etwa seitdem, als er angefangen hat, Karate machen.
Das war jetzt etwa vor 10 Jahren. Gewesen. Und ich habe mir gefunden, ich möchte im Leben nie auf Japan. Weil ich habe mir gefunden, die Kultur ist mir so fremd und ich werde so nichts tun mit den Leuten, weil ich werde wahrscheinlich nicht können reden mit Japanerinnen und Japanern. Und ich rede halt gerne mit Leuten. Und habe gefunden, nein, komm nicht. Und er hat so lange gemüdet, bis er gesagt hat, komm, jetzt gehen wir, weil es ist die letzte Chance, dass wir lange Ferien zusammen machen können. Er ist vor einem Berufswechsel gestanden. Und dann sind wir 5 Wochen auf Japan. Und ich habe mir gefunden, die längste Ferien habe ich in meinem Leben bis jetzt gemacht, 5 Wochen. In ein Land gehen, das ich eigentlich gar nicht will. Man kann recht gemützelt. Und habe nachher einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, los, ich komme mit. Unter einer Bedingung, wenn es mir nicht gefällt, will ich, dass wir nach 2 Wochen abbrechen und zum Beispiel auf Thailand gehen. Auf Bangkok fliegen von Tokio aus oder von Osaka. Und dann kommen wir zu Thailand irgendwie, das ist, verstehe ich einfacher, irgendwie mit einem Stöffchen mieten und am Strand entlangfahren und so. Dann machen wir das. Den Deal haben wir gemacht. Und es ist dann leider so gewesen, dass ich mich unendlich verliebt habe in Japan und in seine Menschen und eben gar nicht mehr zurück wollen nach diesen 5 Wochen und ganz fest brüllt haben, als wir zurück sind. Oh. Und dann einen guten Grund gesucht hat, um wieder zurückzugehen. Dann habe ich beschlossen, ich mache ein Buch über Japan als Fotojournalist und bin dann zurückgegangen und habe ein Buch gemacht über Japan. Genau. Das ist schreiben gefährlich, gell, auf Japan gehen. Und, ja, das weißt du selber. Das weiss ich selber. Ich bin vor 20 Jahren bin ich dort mit dem Herz in der Hose, bin ich dort als Praktikum geflogen und habe gedacht, ui, nein, was mutig mir dazu. Ich wollte unbedingt gehen, schon als Kind. Mhm. Dann habe ich den Herrn Sakata unter den blühenden Krisenbäumen getroffen. Und seitdem ist. Ja, wirklich! Ist schön! Ja, gell, es ist so kitschig, dass es fast wehtut, aber es war genau so. Gewesen. Und ja, es war ein guter Plan. Dann habe ich es auch mit heimnehmen in die Schweiz. Cool. Aber die Japan-Liebe, ja, es ist so spannend. Ich glaube, wenn du musst auf Japan arbeiten und du findest es nicht lässig, dann ist es eine absolute Qual. Mhm. Aber wenn du jetzt so eben dir noch das Hintertürchen auftust, wie du es jetzt gemacht hast, dass du weißt, du könntest gehen, dann ist wie so die Möglichkeit, dass du das auftust, sind dann viel grösser, als wenn du findest, ich will nicht da sein. Das ist ja so. Und aber selbst dann habe ich das Gefühl, es kann einfach einen reinnehmen und du bist hoffnungslos verloren. Es ist ja so fein, gell? Wenn die Leute miteinander umgehen und so die man putzt nicht ineinander rein, weil man schaut aufeinander und es ist so vielschichtig, das kann man gar nicht erklären in Wort. Und das macht es dann aus für mich. Ja, also wir könnten jetzt eine ganz lange Japan-Diskussion führen, da wäre die Stunde relativ schnell um. Ich bin wirklich nach wie vor sehr verliebt in Japan und ich habe Japan jetzt recht gut kennengelernt. Mein Mann lebt inzwischen in Japan und arbeitet in Japan. Ich bin ein bisschen gespaltener manchmal. Also es ist eine Liebe, die ein bisschen Ritz hat, aber es ist eine gute Liebe, weil eine Liebe, die noch immer Honeymoon ist, das stimmt nicht. Das stimmt meistens etwas nicht. Also, wenn es ein bisschen tiefer geht, dann fängt es irgendwann auch an reiben. Und bei mir ist es schon ein bisschen angefangen zu reiben. Zum Beispiel kann ich im Moment seit einem Jahr nicht auf Japan. Ich verstehe, dass Japan sich schützt wegen Coronavirus. Und jetzt mit der Pandemie beschlossen, wir machen Grenzen zu. Aber zum Beispiel hat mein Partner, der dann kurz bevor Japan zugegangen ist, letztes Jahr, Anfang April, mich besuchen wollte, damit ich den Lockdown nicht ganz allein überstehen musste. Und dann hat er nicht mehr zurückgekommen. Als Ausländer, der dort Steuern zahlt, der dort wohnt, der einen Job hat und so weiter, hat man einfach nicht mehr zurückgelassen, 5 Monate lang. Und das finde ich dann so eine Ungleichbehandlung. Japanerinnen und Japaner, die dürfen zurückfliegen. Und die Ausländer dann eben nicht. Ich habe es super gefunden, wir haben 5 Monate da sein zusammen. Aber jetzt darf ich zum Beispiel nicht auf Japan fliegen, weil unser Beziehungsstatus, eingetragene Partnerschaft, nicht anerkannt wird. Ich kann nur als Tourist gehen, ich kann nicht als Angehöriger gehen. Und so Sachen finde ich dann irgendwie wahnsinnig blöd. Dann finde ich so, Himmelgott, mache ich ein bisschen vorwärts und mache ich ein bisschen auf, auch gesellschaftspolitisch. Aber gut, das wäre eine andere Diskussion. Ich bin nach wie vor sehr verliebt in Japan und ich habe so Heimweh im Moment. Ich würde so gerne jetzt auf Japan. Ich komme von meiner Mama mit Bildern rüber, wie die erste Kirschblüte jetzt schon blüht. Und ich fange es gerade an zu brüllen. Oh. Also Heimweh. Ganz schlimm. Ja, gerne. Gut. Also Heimweh. Je mehr, aber das geht ja sehr schön noch mit anderen Ländern so. Je mehr man weiss und sieht von der Welt, desto mehr zieht es einem halt in verschiedene Richtungen. Aber es ist ja auch ein Geschenk, eine Bereicherung. Sonst musst du einfach dreimal bleiben und nie nicht hingehen. Gar nie nicht. Auch nicht einmal. Weißt du, andere Kanton, sonst würdest du dort ja vielleicht noch... Ja, wirklich, wenn du wirklich aber reduzierst, findest du ja da. Und ich finde es so lustig, meine, in der Schweiz ist sogar Stadtviertel zu Zürich so wichtig. Da bin ich aufgewachsen und niemand wollte ich sonst wohnen. Wir sind da schon wahnsinnig
Ich finde, unsere Wurzeln sind extrem spannend zum Begutachten. Also weißt, ich sage immer, wenn ich mit einem Berner zusammen verheiratet wäre, ist die Diskussion, wo man jetzt genau lebt, viel grösser als Japan und Schweiz. Das ist eigentlich verrückt. Also ich kenne von Anfang an gesagt, du, ich komme dann in die Schweiz, das ist kein Problem. Und es ist auch wirklich so gewesen. Ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Dadurch, dass ich viel im Ausland bin und Japan hat mich extrem konfrontiert mit mir selber. Also ich bin dann in der Zeit, als ich noch kennenlernen reise, ich war sehr viel in Japan, wo Simon, so heisst mein Mann, dort erlebt. Und wenn du dann mal wirklich das Gefühl vom Fremdsein erlebst, also wenn dich die Leute komisch anschauen, wenn sie Bogen machen um dich, einfach aus Angst, weil sie mit dir nicht reden zum Beispiel, weil sie die Sprache nicht redet. Und dann du einfach so zurückgeworfen bist auf dich selber und spürst, ich bin jetzt einfach ein Fremder da. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt. Ich bin offensichtlich ein Fremder, ich gehöre offensichtlich nicht daher. Das ist eine spannende Erfahrung. Und was du jetzt gerade sagst über Schweiz und Wurzeln und woher kommen, das ist schon noch lustig, weil in der Schweiz kannst du innerhalb vom gleichen Land ein Fremder sein. Also ich bin halb im Glarnerland aufgewachsen und halb im Wallis aufgewachsen. Und jetzt rede ich kein Walliserdeutsch. Und das könnte jetzt aber, wenn jetzt Walliser uns zuhören, wahrscheinlich für die rechte Beleidigung sein oder ein Affront sein. Und das verstehe ich von einer Art auch, weil im Wallis identifizierst du dich ganz stark über die Sprache. Und ich rede auch im Walliserdeutsch, das könnte ich jetzt problemlos machen. Aber weil ich jetzt mit dir als Zürcher rede und selber auch jetzt seit bald 30 Jahren in Zürich gelebt habe, rede ich halt jetzt auch nicht die Allerweltssprache, nicht mit dir gerade reden. Aber in der Schweiz macht man so eine grosse Unterscheidung zwischen Glarus und Wallis. Das ist ganz entscheidend, woher kommst. Und wenn ich im Interview erzähle, ich bin ein Glarner, dann sind Walliser beleidigt. Wenn im Interview erzähle ich bei Wallis, sind Glarner beleidigt. So, das ist eigentlich ganz, ganz speziell. Also in der Schweiz hat das schon einen wahnsinnigen Einfluss, woher komme ich. Und dann gehen wir ins Ausland und dann merken wir, die Schweiz ist so klein. So dann klein! Spielt die Differenzierung extrem keine Rolle mehr, dann ist man einfach ein Fremder. Genau. Ja. Aber dass wir in unserem kleinen Land auch noch den Kantönli-Geist und all die verschiedenen Regeln und jetzt irgendwie St. Moritz so findet, ah, Zürich, sollen wir dir helfen irgendwie beim Schneeschaufeln? Weil übrigens haben wir die Lift offen, wenn wir wollen. Ich finde das eben herrlich. So das sture Bergkopf, weißt du, so Steinbockkopf mit den Hörnern, finde ich manchmal ein bisschen Nein, ich finde es eigentlich herrlich, weil ich bin selber auch stur und will das machen, was ich machen will. Das entspricht mir einfach ein bisschen. Okay, ich finde es manchmal lustig und manchmal ein bisschen nervig, aber gut. Aber zurück zu dir. Wenn du jetzt so in deinem unendlich abwechslungsreichen Leben, wo du dir selber gestaltest, das finde ich immer so schön, du hättest auch können Buchhalter werden und noch immer sitzen und vom Journalist träumen, aber du bist es eben geworden und hast als Bub schon das ist ja so ein Beruf, wo du eben kannst Welten dir auftun oder in einem spezifischen Fach mega tief gehen. Das ist so vielseitig. Du hast das gewählt und der Genuss von ich habe mir im Fall meine Firma so erschaffen, dass alles, was ich gut kann, drin ist, schon sehr fantastisch, weil ich bin jetzt auch in dieser Position fange und bin so, wow, nie mehr wollte ich irgendwie etwas machen, was ich nicht machen will. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Luxus. Weil du mich ganz am Anfang gefragt hast, wer ich bin. Und was mich glücklich macht, ist unser Thema heute. Und darum habe ich gesagt, ja, der Journalist beschreibt das, glaube ich, ziemlich gut, weil es ist auch das, was mich glücklich macht. Das ist genau, wie du sagst. Ich habe wirklich das Glück, also es klingt jetzt noch, es ist alles so easy und alles ist einfach. Und Judy Hohen, es ist einfach alles gelungen. Das ist nicht immer gewesen. Es ist auch viel, viel Arbeit. Es ist unendlich viel Arbeit und es ist viel Krampf dahinter auch, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Aber ich finde das, was ich jetzt verlebe, wirklich ein grosses Geschenk. Mit allen Risiken, die damit zusammenhängen. Ich habe vor eben genau 14 Jahren die Schweizer Fernsehen verlassen. Im Februar 2007 habe ich meine Firma eingetragen, Patrick Rohr Kommunikation. Das war so ein Moment, wo ich wirklich so zittert habe. Zuerst mal so eine Urkunde in der Hand, bin im Notar gewesen und unterschrieben und so gewusst, okay, jetzt bin ich Firmeninhaber. Keine Ahnung gehabt, ob das jemals funktionieren würde, ob ich jemals eine Möglichkeit habe, irgendwie Aufträge überzukommen. Und wie die Firma genau so aussieht, habe ich eigentlich gar nicht gewusst, wenn ich ganz ehrlich will sein. Und habe das Glück gehabt, dass dann relativ schnell ganz viele Aufträge gekommen sind. Und ich dann mich halt schnell entscheiden musste, okay, das mache ich auch und das mache ich vielleicht nicht. Aber ja, vielleicht mache ich es jetzt gleich, weil ich nicht weiss, ob das noch lange hält. Und dann habe ich alles gemacht und dann habe ich viel zu viel gearbeitet und bin dann 2010 an einem Punkt gewesen und gefunden, wo habe ich da jemals sein wollen. Ich habe plötzlich 6 Angestellte gehabt. Die Firma ist immer grösser geworden und habe auch gemerkt, nein, ich kann gar nicht da sein. Und bin dann, und das habe ich vielleicht noch gebraucht, im Spital gelandet 2010. Und zwar wegen einem blöden Zeichen. Ich hatte einen Gallenstein gehabt. Und dann haben sie im Unispital das rausoperiert. Nach dem dritten Mal, als ich auf dem Notfall war,
Und jetzt hast du mir gemerkt, ich habe irgendwie sonst das Problem mit dem Magen oder so. Und nachher ist ein Stein entschlüpft bei dieser Operation und hat gemacht, dass ich fast gestorben wäre. Und vielleicht habe ich wieder einen Schock gebraucht. Ich bin dann irgendwie, ich glaube, 5 Wochen außer Gefecht gewesen, nach der zweiten Operation. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt liege ich da, kann nichts machen und wäre jetzt fast gestorben. Und daneben habe ich irgendwie 6 Leute, die ich mich verantwortlich fühle dafür. Ich muss Löhne zahlen und ich kann nicht arbeiten mit einer eigenen Firma. Und habe plötzlich gemerkt, wie alles so Bach abgeht. Dort war ich einen Moment lang recht unwohl gewesen. Und dann habe ich so probiert, zurückzubesinnen, warum habe ich das Ganze eigentlich gemacht? Ich habe mich wollen, lösen vom Angestellten. Ich bin weg vom Schweizer Fernsehen, weil ich Lust hatte, mal zu schauen, was hat die Welt sonst noch so zu bieten. Ich habe Lust, mal ein Buch zu schreiben. Es sind inzwischen 5 geworden. Ich habe Lust gehabt, eben mal zu reisen, mal Lust gehabt, über die Schweiz raus zu schauen. Und nachher bin ich plötzlich wieder so in Abhängigkeit drin gewesen, wie ich als Angestellter war eigentlich. Und ich habe das, glaube ich, gebraucht, den Schock dann nochmal zu realisieren, hey, jetzt habe ich zwar Erfolg und ich habe Angestellte und alles, aber erstens ist der Erfolg sehr brüchig. Wenn ich ausfalle, dann fällt ganz ein Haufen aus in dieser Firma und dann haben wir ein Problem, auch finanziell. Und das ist eine gewaltige Verantwortung. Und ich habe mich vor allem zurückgesehen auf das, was eigentlich mal meine Freude war am Anfang, nämlich eben am jeden Tag neu entdecken, Sachen machen, wenn ich Lust habe. Und der Weckruf habe ich vielleicht gebraucht und dann habe ich angefangen zu verkleinern. Und seitdem ist es immer mehr so geworden, dass ich die Sachen machen kann, die ich gerne mache. Und heute mache ich über 50% Beratung und Training und 50% Reise und bin unterwegs. Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich der Punkt, den du jetzt ansprichst. Die Selbstverwirklichung, einfach das zu machen, was ich Lust habe zu machen, wo extremes Geschenk ist und auch wieder eine Belastung kann werden, wenn wie letztes Jahr wegen Corona plötzlich alle Aufträge wegfallen und ich keine Ahnung habe, überlebe ich das, überlebt meine Firma das. Das sind halt Risiken, die man hat, wenn man nicht angestellt ist. Aber man hat ganz viel Freiheit und die Genüsse und im Moment läuft es wieder gut und ich bin glücklich. Ja, wo das Zoom-Online-Team-Meeting dann irgendwie plötzlich normal geworden ist, hat man dann wieder sich einpendeln, wenn man eh schon so gewöhnt war, zum Arbeiten. Ist so bin lustig. Ich war ganz ehrlich. Bist du es gesehen? Ich bin es nicht gesehen. Ich bin nicht gewöhnt, so zu arbeiten. Immer gebraucht, weil ich selber bin immer in internationalen Masterminds gewesen, weißt du, so Business-Aufbau in Kurs und Gruppen, um sich gegenseitig unterstützen und weiterzukommen. Und dann war es wie so klar gewesen, die zu Australien ist und es ist fast mitten in der Nacht und die zu Amerika und Irland und England, einfach so die englischsprachigen Länder, dort hast du jetzt halt nicht irgendwie die Option, dass du dich eigentlich könntest treffen. Und das hat mir gezeigt, wie tiefgründig es kann gehen, trotz der Distanz und trotz dem Online, dass die Beziehungen extrem verheben, über Jahre jetzt schon. Und darum habe ich auch mein Programm halt in der Schweiz. Mein Joy Mastermind ist auch auf Zoom. Inzwischen am Samstagmorgen, am 7. Uhr, da sagen die einen manchmal, boah, deine Kundinnen müssen ja schön grosse Probleme haben, oder Kunden, es hat auch Männer dabei, dass die am 7. Uhr am Morgen, am Samstag aufstehen für das. Aber es ist so eine zeitlose Zeit dort. Weißt, es ist so, bevor das Wochenende anfängt, du wirst eigentlich ausschlafen, die Kinder schlafen hoffentlich noch, oder es ist jemand rum, der kann auf die schauen kann. Und nicht am Abend, wo eigentlich alle müde sind und nicht magen. Und es ist so, nachher bist du völlig aufgefrischt und mit Inspiration gefüllt fürs Wochenende. Und das geht dann halt, weißt du, Romanshorn und Bern und Thun können zusammenhocken am Samstagmorgen, weil du wirst nie nicht an am 7. Uhr am Morgen, um dich zu treffen. Darum ist das absolut. Das ist schon so. Schon meine Realität gewesen. Und die Freude habe ich jetzt wirklich auch entdeckt. Also ich habe letzte Woche einen Tag gehabt, da habe ich am Morgen ein 4-stündiges Training gegeben, online, in Zürich. Und habe nachher ein 2-stündiges Coaching gehabt in Bern, habe nachher noch eine stündige Diskussion gehabt mit jemandem zu Basel, nachher noch mal eine Stunde in Zürich, das war früher alles nicht möglich. Früher haben wir immer dort herreisen und nachher war ich eine Stunde an der Sitzung und war ein halber Tag weg. Und jetzt hocke ich zu Amsterdam und mache eben Bern, Zürich, Basel in einem Tag ganz locker. Es ist schon lässig, aber mir fehlt etwas, und eben, darum habe ich das früher nie wollen. Ich bin halt so ein Menschenmensch, also ich muss die Leute kennen, wie anlangen, muss ich spüren und extrem so in Kontakt kennen sie haben, wenn ich ein Meditraining gebe. Ich packe den Leuten wirklich an die Schulter und sage, komm jetzt, stand nochmal daher, probier es nochmal. Und das fehlt mir ein bisschen auch. Ich würde jetzt mit dir auch wahrscheinlich lieber einfach so zusammenhocken und ein Bier trinken oder irgendwie und anstoßen und dir tief in die Augen zu schauen, statt da in das Ding hineinzuschauen und anzunehmen, dass du dort hinten dran bist. Anzunehmen? Wow, vielleicht bin ich es nicht. Wer weiß? Bist du virtuell? Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist alles möglich.
Genau. Ich verstehe absolut. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als einen Saal voll Leute, wo du auf der Bühne stehen und schwätzen. Oder ja, also das ist auch etwas, was ich wahnsinnig gerne habe. Aber ich finde halt, und du gehörst sicher auch zu diesen Menschen, wenn es ja nicht möglich ist, dann machen wir das Beste aus der Situation. Voilà, voilà. Und wir könnten jetzt auch im Jammertal versaufen oder einfach sagen, gut, das ist, was ist, das fehlt mir zwar, aber ja, you know, also im Moment wirst du alle verschrecken, wenn du es packen und irgendwie zu näher herankommen. Das ist ja so, ja, also das habe ich immer und weißt du, wenn ich das gelernt habe, dass man halt Situationen weißt du? So annimmt, wie sie sind, in der Pfade. Ah, sicher, logisch, ja. Ich habe gesagt, Japan? Nein, ja gut, ich bin einfach schon Experience gewesen, aber in der Pfade, das ist für mich etwas von, du bist auch der Pfade gewesen. Ja, das ist für mich etwas vom Prägendsten im ganzen Leben gewesen. In der Pfade habe ich, glaube ich, gelernt, Mensch zu sein. Einerseits ein sozialer Mensch sein, also zu funktionieren, mit anderen Menschen zusammen, Rücksicht zu nehmen, sich einmal nicht zu vertragen und das auszuhalten und rauszutragen, Verantwortung zu übernehmen, als 15-Jähriger ein Fanli führen, also eine Gruppe führen, das habe ich. Ich meine, wahnsinnig. Und als 19-Jähriger habe ich ein Lager organisiert mit 50 Kindern. Also heute denke ich, dass die Eltern mir die Kinder vertraut haben. Das habe ich gerade letztens mit meiner Schwester diskutiert, hey, was wir alles für coole Lager gemacht haben. Und wir sind Babys gewesen. Aber wir haben das ist verrückt. Super gemacht. Also heute, so wenn ich jetzt einen 19-Jährigen sehe oder eine 19-Jährige und ich denke, da müsste ich jetzt mein 10-jähriges Kind dem oder deren anvertrauen. Also hallo, geht's noch? Und umgekehrt haben wir es gemacht früher, also ich finde das schon noch beeindruckend. Aber dort habe ich eben gelernt, Sachen einfach so zu nehmen, wie es sind, weil in meinem allerersten Lager, ich habe so viele schöne Sachen geplant gehabt. Und es hat geschifft in Strömen in der ersten Woche. Und es hat alles überschwemmt, wir haben das Lager abbrechen, wir haben in eine Schule raus müssen, weil alle Zelte unter Wasser gewesen sind, alle Wassergräben nicht mehr genützt haben. Dann haben wir einfach gesagt, ja, das ist halt so, jetzt machen wir aus dem das Beste und es ist ein unvergessliches Lager geworden. Gerade weil es eben so geschifft hat und weil wir alle Sachen nicht kennen machen und ganz andere Sachen müssen machen. Ja, das habe ich dann fertig gelernt. Aber das ist ja die Lebenskunst. Das, und das finde ich jetzt die grosse Herausforderung von dieser Situation. Es gibt so viele parallele Universen jetzt im Moment für so viele verschiedene Menschen. Und eben, du hättest auch können sagen, Leute, wir müssen das Lager abbrechen, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass alle wieder heim können. Genau. Oder sagen, nein, jetzt erstens brauchen wir eine Heizung und das Zeug mal trocknen und dann schauen wir weiter. Mhm. Für mich ist auch alles ist ein Fadi-Lager, alles. Jedes Projekt, jedes, alles. Was mache ich wann, wie, mit wem, mit was für Material und ja, hopp und los. Schön. Das gehört ja, also, mir endlich. Und bist du auch mal an einem Weltfadi-Lager gewesen? Nein, leider nicht. Auch im Bundeslager bin ich nie gewesen. Ja, das Bundeslager habe ich auch verwünscht. Leider nicht ergeben. Ja. Ja. Nein, beim Jamboree ist es sehr, sehr eindrücklich, weil eben in anderen Ländern sind die Leaders sind wie zwischen 50 und 60 und sind in der Fernsehwerbung, wer will Leader sein in den Scouts. Und krass. Die haben wirklich zu uns übergeschaut und gefunden, ihr seid so jung, wie könnt ihr noch? Und wir haben es so gut gehabt. Einmal bin ich Teilnehmerin und einmal Truppleiterin und es war einfach fantastisch gewesen. Aber das ist ja eigentlich der Grundgedanke vom Herrn BP, gell? Ja, dass, die Verantwortung übernehmen, stufengerecht und immer mehr. Genau. Ja, und in Japan habe ich gelernt, man tut nicht jammern. Meine Gastfamilie, die Frau von meinem Gastbruder, hat an einem Tag Mayonnaise-Flaschen kontrolliert am Fließband und am anderen Tag Batterien. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Betrieb war, aber sie hat gesagt, ja, es ist, wie es ist. Und im Moment ist das der beste Job, den ich haben kann. Und die haben nie gejammert. Und da sind jetzt wir in der Schweiz schon gerade ein bisschen spezialisiert auf Mimimi und die und das und so. Wir haben nicht eine höhere Toleranzschwelle, wenn es um das Aushalten geht. Das tue ich manchmal. Also das ist etwas, was ich gelernt habe auf meiner Reise, wenn ich jetzt, ich komme jetzt mal in ein Flüchtlingslager in Bangladesch zum Beispiel. Das sind Millionen Menschen, die geflüchtet sind aus Myanmar, wo jetzt übrigens gerade wieder ein anderes Problem hat. Aber die sind vertrieben worden in ihrer Heimat Myanmar, sind über das Wasser, Haufen sind auf dem Weg umgekommen. Die sind geflüchtet, weil Zehntausende von ihnen umgebracht worden sind in einem Völkermord. Also Tuna hat gesagt, das ist offiziell ein Genozid, der da passiert ist. Die sind mit nichts geflüchtet über Grenzen, sind auf Bangladesch, haben dort, wo vorher nichts war, sich müssen niederlassen und innerhalb von wenigen Tagen eine Art Stadt müssen bauen, damit sie können überleben können, damit sie können Wasser haben und so weiter und können kochen. Und das tue ich manchmal, was der Mensch fähig ist, zu ertragen und auszuhalten. Und ich finde manchmal, und vielleicht hat das ein bisschen mit dem Wohlstand zu tun oder mit der Angst vor dem Besitzverlust. Also unsere Toleranzschwelle ist, denke ich, manchmal schon sehr gering. Ich verstehe jetzt nach einem Jahr,
auch, dass man genug kann von Corona haben. Das verstehe ich. Ich verstehe, dass es brutal ist und ich habe es selber erlebt als Unternehmer. Wenn du ein Unternehmen hast, wo einfach wie alles den Bach abgeht und du plötzlich nichts mehr hast, weil du einfach nicht mehr arbeiten kannst, weil du den Laden nicht aufmachen kannst, weil du das Restaurant nicht aufmachen darfst, dass es einfach zubleiben muss. Das ist brutal. Und dass es nicht lässig ist, einfach nicht mehr zu arbeiten, wenn man wahnsinnig Care schafft. All das verstehe ich ganz extrem. Aber ich finde, ein ganzer Haufen von der Diskussion, die wir haben zu Corona, hat schon auch mit ich will mein altes Leben zurück zu tun. Ich will genau gleich alles können weitermachen, es vorher können machen. Und da finde ich manchmal sind wir schon ein bisschen also sehr, sehr leicht zu reizen. Das finde ich manchmal auch schade, dass wir das machen. Weil ich finde, gerade wir, die eben so im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern es wirklich noch gut haben, auch in der Krise, Grossmehrheit immer noch sehr gut hat und wir halt auf Sachen verzichten, die wir gerne machen. Ich würde auch gerne ins Kino, ich würde auch gerne in die Beiz. Aber was bringt es sich die ganze Zeit jammern, dass ich jetzt nicht ins Kino kann, nicht in die Beiz kann? Bringt ja nichts. Aber ich höre so viel jammern und ich finde es so schade und finde dann manchmal, dann mach doch einfach etwas, wo dir die Freude zurückgibt. Wenn du nicht in die Beiz kannst oder nicht ins Kino kannst, mach etwas Lustiges, organisieren, weiß auch nicht was. Und dann kommt man auf gute Ideen. So, finde ich. Genau, wir haben immer jetzt am Samstag Kinoabend und schauen dann einen japanischen Film, weißt du, in einem von Ghibli, hat ja 1000 auf Netflix. Ah, schön. Und dann schauen wir es auf Japanisch, da kann Mika und ich uns Japanisch trainieren und Ken dort Untertitel lesen und Mika auch noch ein bisschen schiessen. Also ihr als Familie macht das? Genau, dann machen wir einen riesigen Topf Popcorn und haben wirklich Family. Ich habe eben für den Japan-Spaziergang, habe ich dazu mal noch... Für mein Live-Event habe ich dazu mal einen Beamer in meinem Crowdfunding drin. Weißt du, der hat nämlich 2000 Stutz gekostet. Und der tut immer noch ganz lieb, so nach 9 Jahren oder 8 Jahren. Und ja, der macht uns Kino, das ist sehr cool. Ja. Schön. Ja, ich glaube, es nützt einfach nichts. Ich finde immer, wenn es nichts nützt, das Jammern und das Ausrufen. Ich tue gerne auch mal ausrufen und rumfliegen. Weißt du, so. Ja, das hilft nicht, auch, das reinigt genau. Und das putzt und dann ist gut, habe ich mal gesagt, ja. Versorgen und abdrücken. Da gehen wir so mal anlaufen, dass alle merken, dem geht's, also der geht's wirklich nicht gut, aber sie tut jetzt so, das bringt gar nicht. Aber jammern finde ich, jammern nützt eigentlich gar nie etwas. Ausrufen und verrückt sein, das nützt etwas. Das hilft, das stimmt. Ja. Einmal ein Küsschen in eine Boxen oder in eine Wand hergehen, das kann helfen. Genau. Aber etwas, was ich sowieso nicht ändern kann, was hilft es zu jammern? Also man macht sich selber ja keine Freude. So, oder? Wie tust du in deinem Alltag Freude so bewusst reinholen? Weißt du, in den kleinsten Momenten, ich bin ein Fan von den kleinen Sachen. Eben ein Kerzchen anzünden oder eine schöne Lampe. Ich finde die Lampe, die so pink leuchtet, hinten mega, mega schön. Die hat ganz viel Farbe, die kann ich einstellen über das Handy. Ich dir das zeigen, das ist eine kleine Freude, die ich habe. Ich habe auch so eine da im Ecke im Büro. So lässig, habe ich auf die Geburtstag bekommen. Was ist so? Ich finde den Hammer im Fall. Siehst du, solche Sachen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du deinen Alltag, wo du jetzt ja eben, du könntest jetzt jammern, dass du nicht auf Japan kannst, dass du deinen Mann nicht kannst sehen, dass das ungerecht ist mit denen, also jetzt bitte schön, können wir mal die gleichgeschlechtliche Heirat endlich einführen, hören wir mal da. Wir sind am Jahr rückständig, wie wahnsinnig, gell? Aber es kommt jetzt dann einfach so, wie holst du dir Sprinkel-Glitzer-Momente in deinen Alltag rein? Auf ganz, ganz viele Arten. Also es ist nicht jeden Tag ein Feuerwerk an Freude. Also gestern hatte ich jetzt einen ganz doofen Tag. Gestern hatte ich richtig den Lockdown-Caller. Ah, sicher? Ja, und dann musste ich aber ganz aktiv mir Freude machen. Also was jetzt zum Beispiel angefangen hat, eben weil wir die Situation jetzt nicht ändern. Das ist jetzt einfach so, da in Amsterdam, wo ich jetzt gerade bin, dahinter sieht man so die Amsterdamer Häuser, wo ich lebe, grossmehrheitlich, haben wir auch noch eine Ausgangssperre neben dem Lockdown. Den Lockdown haben wir seit dem Oktober, sind Beizen zu. Seit dem Dezember sind auch alle Läden zu. Und seit dem Januar haben wir jetzt auch noch eine Ausgangssperre. Das heisst, am Abend ab der 9 musst du einfach daheim sein. Das heisst, und man darf nur eine Person zu Besuch haben bei anderen. Das heisst, ich gehe manchmal zu meinen Nachbarn essen, das befreundete Bärli, die Fanny und der Bert. Und dann ist aber jedes Mal ein Stress, weil ich muss ja dann um 10 vor 9 muss ich dann wirklich heimrennen, dann bin ich daheim. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, es ist schon 10 vor 9 erst und ich muss schon wieder daheim sein, jetzt, was mache ich mit dem ganzen Abend? Oder ich sage, hey, so cool, jetzt habe ich erstens meine Freunde gesehen, ich bin bei ihnen gegessen und jetzt habe ich noch einen ganzen Abend vor mir und kann etwas machen. Und jetzt im Moment mache ich so verschiedene Sachen, um mir Freude zu machen. Also, der Tag fährt an mit Yoga. Ich habe Cassandra entdeckt. Cassandra ist
30 ist, sie hat kürzlich Geburtstag gefeiert online auf YouTube. Die kommt aus New York und gibt so Yoga-Classes. Und ganz verschiedene, da kannst du Yin-Yoga machen, so die ganz langen und tief entspannten und so. Oder du kannst 10-Minuten-Lektionen machen oder eine Halbstunde-Lektion, ganz verschiedene. Und im Moment mache ich so ein 30-Day-Morning-Challenge-Programm, also 30 Tage. Jeden Morgen zwischen 10 und 15 Minuten stehe ich auf mit der Cassandra. Also ich komme aus dem Bett und es macht mir alles weh und ich finde so quack. Und dann mache ich als erstes 10 Minuten, Viertelstunde Yoga. Und dann geht es mir einfach schon mal extrem gut und ich finde das extrem lässig. Dann habe ich angefangen Fitness zu machen. ich bin sonst eigentlich ein Jogger gewesen, aber Joggen geht im Moment nicht, weil ich irgendwie, als ich für mein Buch für die Neue Seidenstrasse unterwegs war, bin in China, habe ich China mehr oder weniger erwandert. Also ich bin in Shanghai gewesen und bin, glaube ich, etwa mal am Stück 6 Stunden gelaufen durch Shanghai. Dann bin ich auf Xi'an und immer mit einem schweren Forti-Rucksack auf der Schulter durch Xi'an gelaufen, 7 Stunden. Und in Xi'an haben wir am zweiten Abend haben wir grauenhafte Zeche gebrochen. Keine Ahnung, möglicherweise habe ich zu viel getrunken. Nein, das ist wahr, ich bin das Nachtleben erkunden. Und in China wirst du immer eingeladen. Also das ist so wahnsinnig, also das habe ich noch nie erlebt. Aber einfach, wo ich war, haben die Leute gesagt, oh, please, komm. Und haben mich eingeladen zum Essen, zum Trinken. Und dann bin ich so in ein Geburtstagsfest reingeplatzt. Und die haben unbedingt, weil ich bei ihnen bin. Und dann sind wir in ein Musiklokal und dann tanzen. Und dann haben sie ein Bier und einen Schnaps nach dem anderen bestellt. Und ich trinke sonst keinen Schnaps, aber ich habe es gefunden, aus Anstand muss ich. Dann bin ich heimgelaufen und dann bin ich wirklich fadengerade über die Straße hineingeflogen, weil ich in so einen Pflastersteine gelaufen bin. Und gemeint, es sei alles okay. Und bin am nächsten Morgen in der Apotheke und habe so eine Prelix-Creme gepostet, auf Chinesisch. Ich dachte, die hat sicher so eine gesunde Salbe, irgendwo so natürliche Heilmittel. Und dann hat sich aber so einen Doktor geschoben und der hat dann mit so glühenden Nadeln hat mir dann der hat das angezündet und dann hat mir da in die Zehe gestochen und gesagt, es geht dann vorbei mit dem. Also wir haben nicht können reden miteinander, das ist alles über Zeichensprache gegangen. Und dann habe ich gefunden, der Schmerz ist wirklich weg gewesen, aber wahrscheinlich ist der Schmerz von dieser Feuerdings da viel heißer, schlimmer gewesen. Dann bin ich weitergewandert, an diesem Tag wieder etwa 7 Stunden gewandert und ich glaube, ich habe einfach etwas falsch gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann eine Fehlhaltung eingenutzt, um den Schmerz zu vermeiden und habe mein Knie so verdreht, dass ich inzwischen manchmal auch hohe Mühe habe, vor allem wenn ich jogge, weil das Knie so wahnsinnig weh macht. Darum habe ich jetzt angefangen, Fitness zu machen, auch mit so einer App, auch sehr lustig. Und jetzt kommt die letzte Freude, weil die Abende immer so früh fertig sind, ich so zwischen 8 und 9, dann nehme ich es einfach alleine an, habe ich jetzt angefangen, ein Buch zu lesen, das ich vor langer Zeit gekauft habe, wo ich denke, mit dem kann ich mich weiterbilden. Das heisst Kunst im Kontext und zeigt einfach alle Kunstströmungen, und zwar, es fährt im Heute an und geht ganz, ganz weit zurück, die letzten 2000 Jahre. Und probiert immer jede Kunstströmung zu kontextualisieren. Und ich habe schon lange die Idee, einfach mal, ich bin so Fan von Kunst. Und ich werde jetzt einfach mal verstehen, aus was unsere Kunst entsteht und was der Kontext ist. Und das Buch ist perfekt für mich. Und ich lese jeden Abend in dem Buch über Kunst im Kontext. So cool. Und dann gehst du auch noch geschichtliche Hintergründe schauen. Also gehst du noch links und rechts abzweigen, weil du ja Journalist bist. Die sind in dem Buch eben drin. Da hat es immer zwei Spalten, wo die Kunstströmung beschrieben wird. Und links hat es nachher so eine Zeitlinie, wo dann erklärt wird, was dann auch noch passiert ist. Und dann fährst du auch plötzlich verstehen, aha, das ist wegen dem. Also, und zwar aus ganz verschiedenen Ländern und Kontinenten ist alles zusammen, das ist wirklich grossartig. Dann denkst du plötzlich, aha, das hat ja einen Zusammenhang. Die Erfindung vom Computer und die Kunstströmung damals, das ist eine Verarbeitung von und so. Und das ist eben genial. Das hat wirklich gerade alles in einem Buch drin. Das Hammerbuch. Ich finde, das macht mir auch hohe Freude. Ja, das verstehe ich. Wenn du etwas lernst, was du willst, dann habe ich so Mühe an unserem Schulsystem. Das lernt man heute und darum und alles Gleiche. Und zwar jetzt. Und jetzt ist fertig und jetzt kommt das nächste Fach. Und wenn du so in etwas drin bist, was du selber für dich lernen willst, das ist einfach fantastisch. Das also, Schönste. Intrinsisch einfach, ja. Ja. Und dir einen schönen Abend machen in einer schönen Wohnung, an einem schönen Ort. Ja, wirklich. Ja. Also ich finde auch den Genuss vom Nicht-Müssen an A, B, C, D, bist ja manchmal sogar an 3 Orten gewesen, an einem Abend. Vielleicht, weißt du so, das finde ich schon eine Qualität, wo man jetzt wie so ein bisschen kann, sich daraus herausnehmen kann, nachher finden, okay, ich bin dann glaube ich nachher nicht mehr so, oder ich bin einfach wählerischer, wo ich meine Zeit verbringe. Das bin ich eben schon lange. Weil du bist selber fast gestorben. Ich habe das mit 17 erlebt, dass ich ständig an Beerdigungen war von Freunden. Mit Lawinen und Töpfenfall und wirklich so
hey, das Leben ist nicht für immer. Dort hat es bei mich gedrückt und dann habe ich immer mehr den Weg eingeschlagen, dass ich einfach das mache, was ich will. Und ich will Zeit verbringen mit den Leuten, die ich will. Und ich will jetzt mit dir Zeit verbringen und genieße das mega. Und ich denke jetzt nicht an morgen und an gestern und so, sondern ich bin jetzt voll da. Das habe ich mir so nicht erarbeitet, aber es ist so, wenn ein, das ist automatisch voll präsent sein. Das finde ich auch so ein Genuss und eben macht mega Freude, dass ich jetzt voll da bin. Und ja. Okay. Aber zwischendurch beim Arbeiten macht es dir auch eh Freude, dass du etwas schaffst, was du gerne machst. Aber hast du dort auch noch irgendwie, weißt du, die Leute, ich nehme jetzt mal an, die Firmen, die dich buchen, dort ist jetzt nicht nur Freude rum in dem Arbeitsalltag. Also so richtig corporate, ich finde es immer so lustig auf LinkedIn, wenn alle so pinguinmässig dort eingespannt sind in Schraubstock und auf Facebook sind es ganz andere Menschen. Ich finde immer, es sind doch ein bisschen mehr so, wenn ihr einfach sind, weil dann fängt es eben so an schwingen und irgendwie nett sein miteinander und einander unterstützen. Hast du dort, gibst du wie so, ich nehme jetzt das an, gibst du noch viel mehr von deinen Weisheiten und Lebens Art über oder einfach wirklich Medientraining Sek und auf das beschränkt? Also ich kann jetzt nicht Weisheiten erzählen, weil ich habe gar nicht so viel Weisheiten. Was ich mache ist, ich gehe einfach als die Person, die ich bin, in die Training rein und ich gebe den Leuten, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit, in ihrer, wie hast du vorhin gesagt, Pinguin-Rolle reinzuziehen, weil ich bin einfach, wie ich bin. Also ich kann gar nicht anders und dann begegnen wir uns so lustigerweise und es funktioniert sehr gut, dass relativ schnell alle Menschen in dem Groove sind. Also wir lachen sehr viel, wir verlernen alle unsere Rollen und das ist wirklich eine Freude. Also ich hatte gerade heute ein Online-Medientraining gehabt. Lecker, wir lachen miteinander. Es sind Leute, die ich noch nie gesehen habe und nicht gekannt habe. Und ich habe 3 Stunden lang mit denen online eine Art Medientraining gemacht. Und ich muss sagen, wir haben sehr schnell sehr guten Draht gehabt. Und zwar, weil ich glaube, einfach probiere, den Leuten auch ein bisschen den Ernst und die Angst vor diesen Sachen zu nehmen, also jetzt eben Medien. Wenn, jetzt kann man sagen, Medien, so, Medien ist etwas Grosses, Medien kann einem Angst machen, Medien kann ganz viel kaputt machen, es hat eine gewaltige Kraft, aber ich probiere zu sagen, hey, es hat auch etwas Spielerisches und ich probiere dann zu erklären, wie Medien gemacht werden, wie Geschichten entstehen und so weiter. Und plötzlich merkt man, das sind auch Menschen, die dort arbeiten. Und das ist eigentlich wichtig, dass man sich dann am Schluss auf Augenhöhe begegnet, egal in welcher Rolle man in dieser Gesellschaft einnimmt. Also ich bin sehr ein egalitärer Mensch. Und wenn man das dann spürt, an diesem Training, dann begegnet man sich sehr schnell auf Augenhöhe. Ich habe einen Vorsprung an Wissen, aber die anderen Leute haben einen Vorsprung an ihrem Wissen. Und die sind dann da, um das zu erzählen, was sie wissen und das gut aufbereiten. Und ich kann helfen mit meinem Wissen von Medien, wie Medien funktionieren, um das gut aufbereiten. Und dann begegnen wir uns dort und dann sind wir auf der gleichen Ebene und lachen miteinander. Also das ist für mich jedes Mal eine Freude, auch nach 14 Jahren. Es ist kein Medientraining gleich wie das andere, weil ich tue nicht dozieren. Ich arbeite immer mit dem, was von den Leuten kommt. Also es ist jedes Mal für mich so, eintauchen. Ich bin jedes Mal unglaublich nervös immer noch. Ich habe kein vorgefertigtes Programm und dort dozieren und sagen, so und so funktioniert, sondern ich schaue, was passiert und dann reagiere ich auf das und dann gehe ich mit den Leuten auf die Reise. Und die Reise ist jedes Mal ein Abenteuer. Und wenn es klingt, bin ich jedes Mal unglaublich happy und es klingt eigentlich fast immer, weil halt dann eben die Leute so bereit sind, wenn man so offen ist, zum Arbeiten. Und darum bin ich auch heute, nach den 3 Stunden, ich bin zwar extrem ausgelaugt gewesen, weil online braucht irgendwie mehr Energie, merke ich. Als wenn ich so physisch ja. Also physisch mache ich Training problemlos 7 Stunden. Bin ich auch ausgelaugt, aber ich würde nie ein Online-Training 7 Stunden machen. Und wie tust du dich vorbereiten vorher? Weißt du, energetisch? Willst du ein bisschen Hexenwissen von der Ronja haben? Weißt du, so zum nein, wirklich? Ich tue mich vorbereiten und dann muss ich mich auf die Leute freuen. Ich denke so, wer ist das alles? Okay. Und dann schaue ich, ich bin extrem ein Mensch, der die Situation reagiert. Ich bin extrem stimmig, wie sagt man, nicht abhängig. Ich reagiere ganz stark auf Stimmungen. Ja, und auf Situationen. Intuitiv. Und extrem intuitiv, ja. Ja. Und die Vorbereitung ist schon, ich probiere meine Stimmung zu versetzen, die lässig ist. Dann mache ich auch Musik. Also ich dann, heute habe ich zum Beispiel Radio Energy gehört. Energy Zürich. Und dort laufen ja etwa 7 Lieder und die kennt den ganzen Tag. Und wenn ich weiss, eins von diesen 7 Lieder gibt mir eine gute Laune, das ist all die Energy, es kommt sicher nach etwa 1/4 Stunde, kommt garantiert das Lied. Also im Moment ist es von der Tina Turner, What's Love Got to Do With It, in einem Remix,
grossartig. Das hat jetzt ein bisschen abgenommen. Das ist, glaube ich, nur noch 3-mal am Tag, nicht mehr 20-mal am Tag. Aber dafür kommt jetzt das Seemannslied, wo ein paar Junge, ein Junge angefangen hat auf was ist das gewesen? Vermutlich über Zoom oder so. Und das, glaube ich, auf Instagram gestellt hat, hat das ein Seemannslied gesungen. Jetzt hat ein anderer das darunter gelegt und selber auch eine Stimme dazu gesungen. Jetzt ist es immer weitergegangen. So cool. Ja. Und das gibt es jetzt als, also erstens ist das ein viraler Hit geworden und es gibt es jetzt auch als Lied. Und Energy bringt das eben. Alle 5 Lieder kommt das. Und heute habe ich das gebraucht und ich bin so fröhlich nach dem Lied, dass ich richtig so in das Mittelrennen rein bin. Sehr cool. Ich habe dir noch meine... Kennst du das nicht mit diesen Seemännern? Nein, Hammer. Ich höre nie Radio, aber das soll ich mir natürlich jetzt gerade nachher suchen. Genau. Mhm. Das, was ich manchmal mache vor irgendeinem Auftritt oder vor, wenn ich mit Leuten arbeite, wenn du dir vorstellst, dass du dir würdest Wurzeln aus den Füßen im Boden wachsen bis in die Mitte von der Erde und dort hat es goldige, unendliche Energie, wo du dann so mit deinem tiefen, feinen Atem, weißt, so ganz ruhig schnaufen. Und ich tue immer das im Stehen machen, weil dann ist so auf der Bühne ist das am coolsten und halt online funktioniert es gleich. Mhm. Dann stellst du dir vor, wie das Gold dann so unten raufkommt und dann deinen Körper von innen füllen. Mhm. Und es ist mega angenehm, weißt du, so schmeichelig, streichelig, unterstützend, nährend. Jede Zelle ist einfach auf Bestleistung, weil sie so auftankt wird. Und nachher stellst du vor, dass sie da raus sprudelt, wie ein Springbrunnen. So dann stehst du in einer goldigen, glitzerigen Säule innen. Und die kannst du dann so rausschieben und nachher bist du in der Goldkugel innen. Und in dieser Goldkugel hast du, die Energie kommt die ganze Zeit von unten, strömt in dich innen und du hast einfach Energie. Und ich bin im Fall, ich habe ja Berufsschule unterrichtet, gell, 12 Jahre lang. Ich habe immer, also gut, das ist jetzt live, wo du gesagt hast, nach live hast du, aber ich habe nie mich ausgelaugt gefühlt, nicht einmal. Außer vielleicht, als ich schwanger war, dort ist es mir nicht gut gegangen, aber das hat eben einen anderen Grund gehabt. Aber mit Leuten arbeiten, ich habe das von einem Engländer gelernt, also jetzt nicht die Meditation, aber er hat gesagt, stell dir einfach vor, du bist die Sonne. Mhm. Und du strahlst einfach, eben deine Energie, ich jetzt mit dieser Goldvisualisation. Und der Sonne ist total egal, ob da eine Person steht oder tausende, sie scheint einfach. Und er hat auch so 8 Sessions mit Kundinnen und Kunden gehabt, gefunden, macht mir nichts, weil ich bin einfach da. Und das Bild haben, und dann kannst du auch so durch all die Kameras durchstrahlen, mhm, oder eben in einem Saal, kannst du den ganzen Saal füllen mit der goldenen Kugel, die so expandieren lassen. Und das ist im Fall schon sehr cool. Ronjas Hexenwissen, I like. Ja, ich schicke dir und ich mache die in meiner Joy Academy jeden Morgen. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise, dann tun wir die Kugel montieren und dann hast du die eben den ganzen Tag um dich herum, weißt du, läufst so durch die Straße. Und die schützt dich natürlich auch. Ja, das kann man. Kannst du so einstellen, weißt du, erstens übernimmst du die volle Verantwortung für das, was da innen passiert, mhm, was denkst, fühlst, sagst oder nicht sagst oder machst oder nicht machst. Und dann kannst du auch Sachen, Gedanken oder Sachen rauskicken, und findest, nein, abfahren. Und wenn es nötig ist, kannst du eine Spiegelschicht, weißt du, so in Sekunden, so Matrix-mäßig, so, und dann hast du eine Spiegelschicht. Und dann, wenn irgendjemand von außen geweckt, dann findest du so, sorry, ich bin da drin. Das ist, weißt du eigentlich, dass eine riesen Freude ist, dir zuzulassen und zuzuhören? Danke, ehrlich, vielmals. Ich kenne wenig Menschen, die so eine Energie haben wie du, wo man einfach kann. Ich habe fasziniert zuhören und denke, leck du mir, was da raussprudelt aus dieser Frau. Und das ist auch noch gescheit. Und das kommt so von innen raus und es ist so ansteckend. Ich finde das wahnsinnig schön. Danke tausendmal. Das ist sehr schönes Kompliment von dir. You're spreading joy. Yes, that's my mission. Joy. Das sagt doch Marie Kondo, die Japanerin, die den Leuten gerade aufräumt, sagt doch immer, das ist Spark Joy. Das ist genau das. Und ich tue auch in meinem Samstagmorgen, 7 Uhr am Morgenprogramm, ist es, tun wir auch aufräumen, einen Monat lang. Und ich meine, seit Marie Kondo das Buch geschrieben hat, ist es noch viel einfacher, weil das ist, wenn du wirklich reinkommst in deine Wohnung und dir vorstellst, alles, was rumsteht, bringt mir Freude, das ist einfach, mhm, wie ein Luxus. Und wenn du den gönnst, dann tust du. Da bin ich eifersüchtig auf L'Oreal, weißt, weil du es dir wert bist. Das finde ich grossartig. Aber es ist doch so. Weil wenn du überall das Durcheinander hast, ist es wenn nicht so wert, dass du es schön hast und Freude an diesen Sachen um dich herum. Also Marie Kondo, das Buch, das ist
finde es jetzt nicht fantastisch geschrieben, aber den Inhalt finde ich sehr, 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 sehr gut. Ja. Ja. Und es hat also, muss ich sagen, bei uns extrem Freude gemacht. Wir haben das Leben massiv reduziert. Sicher. Also das Buch hat die Initiative gegeben. Ja, und auch noch massiv geholfen. Also wir haben, um das kurz zu erklären, bis vor kurzem Zürich gewohnt, Hauptwohnsitz, und in Amsterdam einen zweiten Wohnsitz gehabt und dann jetzt eben mit meinem Partner in Japan. Und Corona-Krise, jetzt halt auch wieder Corona, gell? Jetzt kann man sich entweder jammern oder das Beste daraus machen. Er hat dann mir schon ein paar Fragen in mir aufgeworfen. Und also eine Frage war, zwei Wohnungen. Ich bin monatelang im Lockdown in Amsterdam gewesen. Weil ich da gelandet bin, während ich auf meiner Reise auf der Seidenstraße und die mir so unterbrechen mit Amsterdam war, nachher nicht mehr zurück auf Zürich kennen, weil ich nicht wusste, ob ich zurück auf Amsterdam könnte. Und nachher so die Frage, brauche ich zwei Wohnungen? Und dann vor allem plötzlich keinen Auftrag mehr gehabt, kann ich mir zwei Wohnungen leisten? Und dann plötzlich so eine Entscheidung müssen fällen, nein, eigentlich nicht. Und dann haben wir beschlossen, wir nennen eine Wohnung, behalten eine Wohnung, und das ist die in Amsterdam, das ist eine Eigentumswohnung. Ist aber massiv kleiner als Zürich. Das ist zwei Zimmer. Und dann haben wir Zürich aufgegeben und dann eine Vierzimmerwohnung aus Zürich in eine Zweizimmerwohnung, die schon voll war, zu integrieren in Amsterdam. Das war im Fall ein recht grosser Schritt gewesen. Und dann reduzierst du dein Leben brutal. Und das hat so etwas Bewegendes. Und das haben wir eben nach dem Prinzip Marie Kondo gemacht. Wir haben jeden Gegenstand angeschaut und gesagt, das ist Spark Joy. Also ist tatsächlich immer noch, macht er immer noch Freude. Oder hat er seine guter Dienst gehabt irgendwann und ist wichtig irgendwann und jetzt ist es einfach noch Krümpel. Und komm, wir sagen doch lieber danke vielmals, dass du da gewesen bist in unserem Leben und jetzt tschüss. Und so haben wir das mit allen Gegenständen gemacht und das ist im Fall krass, das hat so geholfen. Und das Gefühl von der Befreiung, wenn du ganz Ballast los bist und plötzlich einfach nur noch das hast, was du gerne hast und vor allem viel weniger hast, das ist im Fall so ein cooles Gefühl, weil du bist viel leichter, ich fühle mich viel leichter, Vögel leicht inzwischen. Hast du das auch körperlich gemerkt, dass du Gewicht abgenommen hast? Das gibt es nämlich auch viel, gell? Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Gewicht verloren habe. Ich nehme es in Japan immer extrem ab, aber es hat mit dem Essen zu tun in Japan, was so gut und gesund und fein ist. Aber ich fühle mich leichter, ich bewege mich leichter. So, das spüre ich, ja. Ja, nach Feng Shui-Art sagst du bist mit jedem Gegenstand verbunden. Das ist eben, Marie Kondo geht da nicht so weit. Sie sagt das herzige Danke. Da hat mir auch schon eine gesagt, das finde ich blöd, dass man noch muss Danke sagen muss und du musst überhaupt nicht. Super. Du kannst es so machen, wie du willst. Aber aus irgendeinem Grund ist das Ding mal in dein Leben gekommen. Aus irgendeinem Grund habe ich mal das Tassel in Schweden gepostet. Es hat eine Vorderseite von dem Elch. Und das wollte ich zum Beispiel, das habe ich unbedingt behalten, weil das verbindet mich mit den wahnsinnig schönen Ferien, die wir gemacht haben 2004, wo wir durch Schweden gereist sind und zum Campieren nachher das Tassel gepostet haben. Und das ist aus dem Grund in meinem Leben, aber andere Sachen sind auch mal aus dem Grund da, aber sind jetzt nicht mehr schön. Auch das ist eben das Coole, dass sie einem, auch bei Kleidungsstücken, wenn du einen riesen Kleiderkasten hast, dass nicht alles musst anprobieren und es muss dir noch passen. Ich habe so ein T-Shirt von Ken, das er angehatte in unserem Sommer, in unserem ersten Sommer, so ein Biker-T-Shirt mit Fox vorne drauf. Und es ist da bei den Börtchen kaputt. Und ich habe das, dann hat er das wegtun und gesagt, das ist mein Lieblings-T-Shirt. Weißt du, was du immer angehast beim Campieren? Und wir haben so viele Sachen zusammen gemacht, wo wir uns kennengelernt haben. Und das liebe ich als Pyjama, aber es ist so ein hudeliges T-Shirt. Und dank der Marie Kondo ist mir das so bewusst geworden. Wenn es dir Freude macht, dann darf es auch hudelig sein. Und es muss nicht nur die schönen Sachen müssen in den Kasten sein. Sondern eben, wenn du es anschaust, findest du, so cool, dass das ist dann das Ticket, wo du darfst da bleiben. Und etwas perfekt Schönes, wo dir einfach nicht mehr Freude macht. Das hat sie doch auch so geschrieben, wenn du ein Buch noch nicht mal gelesen hast und du findest immer, du solltest es noch lesen, aber hast es seit 5 Jahren, 10 Jahren nicht gelesen, darfst du einfach weiterziehen zu jemand anderem. Und du es wird der Grund haben, dass du nicht gelesen hast, genau. Genau. Das ist so. Genau. Ja, das ist sehr, sehr herrlich. Und eben Feng Shui-technisch sagst du, mit jedem Gegenstand, egal ob es in einer Storage, weißt, in einem geheimen Ort vollgestopft, noch in einem Container hast, die Amerika haben es doch so, die Rollladenabteil, wo du kannst mieten. Du bist mit jedem Gegenstand, der dir gehört, verbunden, ob es willst oder nicht. Und es braucht Energie. Das ist das, was du sagst mit dieser Leichtigkeit. Also das fühlt sich sehr gut an. Da musst du nicht mal dran glauben und kannst es eben selber ausprobieren. Und das ist dann so. Ich habe mit meinem Papa letzte Woche ein Interview aufgenommen, so herrlich gewesen. Ich habe gesagt, ich habe letztens gerade alle meine Bücher einmal in die Hand gehabt, alle zusammen. Ich dachte, oh, das kann ich von mir nicht sagen, sie haben so viele Bücher daheim. Aber auch mehr Platz als wir in unserer Wohnung.
Du bist mutig, den Vater interviewen. Das finde ich lustig. Gell, das ist, oh, das ist im Fall. Ich bin nervös gewesen. Ich war noch nie so nervös gewesen vor einem Podcast. Ja, das kann man vorstellen. Und ich habe ihm so gesagt, am Anfang soll ich auch so offen anfangen, wie jetzt mit dir, so meine Standardfrage. Oder soll ich konkreter fragen? Also du kannst nachher sagen, was du willst. Ich kann immer sagen, was ich will. Ja, es ist ganz, ganz lässig gewesen. Ich bin dann gespannt, was, ja, was die Reaktionen sind. Mhm. Er ist definitiv nicht auf Social Media. Er nimmt mal ein Handy. Er findet so, ich existiere gar nicht für die Welt und für irgendeine Corona-App auch nicht. Und ich kann machen, was ich will. Sehr, sehr herrlich, wie das so läuft. Also du hast jetzt gesagt, Yoga am Morgen. Ich habe Yoga with Adrian. Das ist auch meine Personal Trainerin. Gell? Die kommt zu mir heim. Das ist wirklich mega, mega lässig, zum so eine Beziehung haben mit jemandem, auch wenn es online ist, auch das funktioniert, gell? Aber du kennst sie? Also du hast eine Beziehung? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht? Jahre, also ich meine... Aha, einfach so, du hast einfach ihre Videos anschauen, so. Genau, ja. Ich liebe Cassandra. Ja, gell, es ist so. Ach, ich liebe Adrian. Wenn sie Namaste sagt am Schluss, bin ich halb gerührt. Das berührt mich, dass wir jetzt zusammen Yoga gemacht haben. Und nachher tust du... Fitness machen. Und Osteopathie, bist du auch schon mal gewesen? Wenn du mal in Zürich bist, habe ich die allerbeste Osteopathin, wo kannst du haben. Hast du Gabi Schenkel auch mal auf dem Radar gehabt, weißt du, mit Sport über den Atlantik gerudert, letztes Jahr allein, auf dem Rennen da, Transatlantic. Ich habe gelesen von ihr, aber ich kenne sie nicht. Ja. Aber sie ist auch noch die allerbeste Osteopathin und sie könnte ganz sicher dir helfen mit deinem Knie, ich schwöre. Gut. Wenn es immer weh tut, gehe ich nicht zum Herrn Doktor oder zu der Frau Doktor, sondern zu der. Das ist aber gut. Ja. Und dann hast du in deiner Arbeit mega Freude. Und das Essen, ich weiss eben, weil du jetzt mein Facebook-Freund bist, dass du mega gerne kochen und auch mein Japanisch. Tust du dir dann etwas Feines mit? Hast du Facebook gepostet? Ja, wo wir Gyoza gemacht haben. Shit, ich habe tatsächlich mal Essen auf Facebook gepostet. Ich habe das heiliges Prinzip, dass ich kein Essen auf Facebook poste. Nein, also da bist du bei mir jetzt ganz anders übergekommen, sondern du hast es probiert. Es ist, glaube ich, der einzige Food-Eintrag, den du für mich findest auf Facebook. Das war nicht Gyoza, das war Tempura. Ah, okay. Und ich bin so unendlich stolz, dass wir selber Tempura machen können. In der Pfanne. Stimmt, dass ich dich drauf gepostet. Ah, und ich habe es auch gepostet, weil ich... ich habe das eine Bild so lässig gefunden und mich dort gesehen. Ja, ihr habt Japan zelebriert und du kannst nicht auf Japan gehen, dann holst du halt genau, Japan. Genau. Es hat nämlich einen sentimentalen Grund, das Ganze. Wir haben Japan hergeholt und wir haben es zelebriert und darum haben wir es auf Facebook. Das stimmt. Sonst habe ich kein Food auf Facebook. Ich koche wahnsinnig gerne. Ja. Und am Mittag kochst du dir etwas Feines, oder? Nein. Mittag ist meistens etwas Leichtes, also eigentlich fast immer ein Salat. Und ich koche sehr ausgewogen, ich koche sehr gesund. Ich bin mal in einer Ernährungsberatung gewesen, vor einem Haufen Jahren. Vor genau 10 Jahren, 2009. Nein, 2009, das sind ja 12 Jahre. Entschuldigung, vor 12 Jahren. Du die Zeit, gell? Yeah. Vor 12 Jahren in einer Ernährungsberatung gewesen, das hat mein Leben nachhaltig verändert. Das ist noch verrückt. Ich habe damals einfach gemerkt, ich ernähre mich nicht gut. Und es hat einen Haufen damit zu tun, dass ich eben, das ist noch in dieser Zeit, wenn ich so viel geschafft habe, ein bisschen klar vor bin von meiner eigenen Firma, also ich gar nicht wollte. Und halt schnell noch am Bahnhof, wenn ich auf den Zug gerannt bin, zu einer Sitzung gegangen, schnell ein Weissbrot-Sandwich gekauft mit Schinken drin. Im Wissen ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber auch nicht gewusst, warum ist das nicht so richtig gut und so. Und die Ernährungsberater ist wirklich ganz toll gewesen. Das hat einfach mein Mindset umgestellt und heute schaue ich sehr darauf, was ich esse. Also ich probiere, sehr viel Gemüse zu essen, sehr viel Vollkorn zu essen, ganz wenig Fleisch zu essen. Ja, und merkt, was für viele feine Sachen es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und so probiere ich jetzt das Kochen und immer wieder neue Sachen zu entdecken, auch wenn ich allein bin da und meine Arbeit, weil ich eh nicht raus darf, halt mit solchen Sachen tun, auch noch ein bisschen auffröhlichen. Ja, ich finde Essen, eben zelebrieren oder sich einen schönen Teller anrichten, das ist einfach auch so etwas, wo man sich zu lieb tun kann. Und manchmal hat man keine Zeit oder keine Lust, aber manchmal halt extra so. Mhm. Aber ich finde, dass so jetzt so eben gesund essen und leicht essen. Und ich trinke jetzt auch seit ein paar Wochen gar keinen Alkohol, also mache das immer wieder. Jetzt habe ich schon September, nein, warte, jetzt August bis Dezember habe ich nichts getrunken, dann kurz über Weihnachten. Neujahr und jetzt wieder aufgehört, weil ich finde, es gibt so eine andere Leichtigkeit, wenn man keinen Alkohol nimmt.
Dazu eben das Essen, das irgendwie ausgewogen ist und stimmt, dazu der Sport und das Yoga. Also ich finde das schon schön, so zu spüren, jetzt vor allem, wenn man mal über 50 ist und so die ersten Gebrechen und Gebärsten sich anmeldet, wenn man einfach so eine neue Leichtigkeit bekommt, mir gefällt das im Fall recht. Und dann eben auch die Energie, haben zu merken, man hat wahnsinnig viel Energie, ich habe im Moment recht lange Tag mit diesen Videoseminaren und ich finde, es geht und ich vertrage es und das ist cool, ich habe wirklich Freude. Ich glaube auch, also über das Essen ist für mich die grösste Medizin auch, aber es muss dann auch noch fein sein, wenn es nur körnlich picky, fein, medizinisch ist, das würde jetzt mir gar keinen Spass machen. Und das ist das Geschenk in Japan, dort ist das Essen so fein und so leicht und so ausgewogen, gut. Und man kann auch in Japan nur Nudeln und Okonomiyaki und Tempura essen. Also ich habe das erste Mal, als ich in Japan war, habe ich grausam zugenommen. Ich habe so viel gegessen. Ehrlich? Dann weißt du, mit dem Ken in den Ausgang gehen, trinken und nachher noch ein Ramen am Morgen um 3 und dann wieder einfach unendlich gegessen. Und das war also ja, nicht so ideal gewesen. Es hat sich auch gleich gelohnt, langfristig ist das. Ja. Einfach, wir haben das halbe Jahr ausgekostet, weißt du, noch Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie wenig ich geschlafen habe in dieser Zeit. So schön. Aber ich habe nicht gewusst, wer Partei kommt mit mir oder was dann weiter ist, von jetzt oder nie, muss ich es geniessen. Und er hat Wellen. So schön. Genau. Ja, wir haben dort, wir sind immer in einer Bar gewesen von einem Amerikaner, wo aber gemischt ein- und ausgegangen sind, das habe ich eben cool gefunden, nicht einfach Expats, sondern wirklich, es sind Japanerinnen und Japaner da gewesen, aber auch Amis und Kanadier und so, und dort hat es ein Poster gehabt, Endless Summer, das haben wir uns dann auch in unseren Ring gravieren lassen, weil wir gefunden haben, der Sommer soll nicht vorbei gehen. Aber eben, jetzt haben wir nochmal 20 sind wir gehabt, oder 19, das ist eine super Sache. Wenn jetzt du, ich meine, bei dir hörst du sowieso Welt zu. Ich finde es immer so lustig, wenn die ganze Welt so los. Mal, ich finde schon. Aber ja. Wir reden ja doch Schweizerdeutsch, was in einem kleinen, Ort daheim ist. Aber was ist so deine Botschaft an die ganze Welt oder an die schweizerdeutsche Welt? Weißt du, was ist deine Message? Also ich will mich davor hüten, Menschen zu sagen, was sie sollen tun. Oder sie müssen gleich leben wie ich. Ich habe einfach so für mich ein paar Sachen begriffen in den letzten Jahren. Ich merke, wenn ich das, was ich mache, zwar ernst nehme und mit einer Ernsthaftigkeit betreibe, aber mich selber dabei nicht so ernst nehme, fällt ganz ein Haufen viel, viel leichter. Und mir tut das persönlich gut, das manchmal einen Schritt zurückzumachen und einfach die Sachen so ein bisschen von außen anzuschauen und denken, es ist zwar cool und lässig und gut, was ich mache und wichtig, was ich mache, aber es ist nicht so wichtig. Also ich bin jetzt nicht so wichtig in dem Sinne. Das gibt mir eine gewisse Distanz und das hilft dann manchmal auch wieder, plötzlich ganz neue Energien freisetzen und dann kommt es eben ganz eine andere Größe über das Ganze an. Das ist immer interessant. Also je weniger verkrampft ich etwas daher gehe, je lockerer ich etwas daher gehe, desto besser wird es nämlich in den meisten Fällen auch. Das ist mal das eine, was ich möchte mit ganz anderen ist. Ich probiere, das klingt mir nicht immer. Und das ist wirklich auch eine Frage vom Mindset. Probiere die Welt so positiv wie möglich zu sehen. Es gibt einen Haufen Gründe, um die Welt nicht so positiv zu sehen, das ganze Corona, wo recht schlimm ist. Wir haben unendlich viele Kriege auf dieser Welt. Es gibt gewaltige Flüchtlingsströme auf dieser Welt. Es gab ganz viele Gründe, um extrem viel nachzudenken und extrem traurig zu sein. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin sehr oft sehr beschäftigt mit den Themen. Ich probiere auch im Beruf etwas damit zu machen, indem ich an die Orte hergehe, darüber berichten und den Menschen Stimme geben, die zum Beispiel keine Stimme haben, die im Krieg sind oder wo Flüchtlinge sind oder was auch immer. Es gäbe einen Haufen Gründe, um die Welt wirklich nur jetzt von der negativen und der düsteren Seite zu sehen. Aber ich finde, in dem Bereich, den wir haben, nämlich im täglichen Leben, in der Familie, wo wir sind, in der Beziehung, die wir haben, im Job, wo wir haben, wenn es uns dort gelingt, dem die Schwere ein bisschen zu nehmen und dort eine Fröhlichkeit hineinzubringen, indem wir einfach probieren, uns am Morgen vorzunehmen, hey, heute will ich einen guten Tag erleben. Und heute will ich den Leuten, die ich treffe, eine Freude machen, indem ich einfach mit einem Lächeln zum Beispiel sie treffe und vielleicht sie überraschen mit irgendetwas, was ich gar nicht erwartet, dann denke ich, dann habe ich einen guten Tag gehabt. Und so probiere ich zu leben und das probiere ich auch auszustrahlen. Und I try to spark joy. Wie das Gegenstand machen. So wie das Gegenstand machen bei der Marie Kondo. Ja, und ich glaube, wir können das eben. Ich entscheide mich in meiner Goldkugel für mich einen guten Tag zu haben. Und
auch mir gut zu schauen und zu hören. Weißt du, nur schon, wenn du irgendwie am Arbeiten bist, wann muss ich aufs WC gehen? Einfach so, mein Körper sagt Hallo oder so die. Ich weiß ja nicht, wie das war bei dir mit dem Nierenstein, Gallenstein. Einfach, wie fest du dort deinen Körper ständig ignoriert hast. Und wenn man darauf hört und auch mit sich zuvorkommt und nett ist, das gibt einfach Energie, die du dann kannst verteilen. Wenn das klingt, ist das wahnsinnig schön. Es klingt nicht immer. Wir müssen auch nicht perfekt sein oder irgendwie eine Note abgeben am Abend, sondern einfach die gute Absicht ist schon wunderschön. Und es kommt ja immer von uns aus. Das ist auch meine ganz tiefe Überzeugung in der Kommunikation. Also wenn ich Gesprächsführungstrainings zum Beispiel gebe, sage ich den Leuten immer, ihr könnt das Gegenüber nicht ändern. Also sage ich, ja, der lässt sowieso nicht zu oder die interessiert sowieso nicht. Das bringt alles nichts. Du kannst das Gegenüber nicht ändern. Wir können nur bei uns selber ansetzen. Und wenn wir uns interessieren für das Gegenüber, wenn wir aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer sind, wenn wir ein Lächeln haben auf dem Gesicht, wenn wir das Gespräch führen, dann hat das eine Wirkung auf das Gegenüber und dann kommt etwas zurück. Und das ist meine tiefe Überzeugung in der Kommunikation. Wir können nur bei uns selber ansetzen und es hat eine Wirkung. Und das probiere ich an mir selber immer wieder zu beweisen und zu zeigen, dass es so ist. Das machst du auf eine wunderbare Art und Weise. Es ist auf jeden Fall sehr wunderbar, mit dir ein Gespräch zu führen. Ich könnte stundenlang mit dir jetzt so weiter schwätzen. Unsere Stunde ist jetzt gerade so schön abgerundet, perfekt aufgegangen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und deine Weisheiten und dass wir das dürfen da in die Welt austragen. Eben, auch wenn ich immer finde, auf Schweizerdeutsch ist es eine kleine Welt, aber es ist meine Lieblings-, einfach meine Sprache und darum habe ich gefunden, ich will es nicht auf Hochdeutsch machen, sondern einfach Schweizerdeutsch. Ist, finde ich super. Ja. Und auf Englisch. That's great. Danke vielmals, Patrick. Danke dir, Ronja. Das war mir eine große Freude. Wir sehen uns ja hoffentlich im April. Genau. Und dann machen wir zusammen ein Abenteuer und dann wünsche ich dir alles Gute und deine Familie. Danke vielmals, dir auch. Bis Ronja, es war eine Freude. Ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review und es wäre mega lässig von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat, dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.